Sag mal. What? Er ist weggeflogen. Ist ein Schreck gekommen, ey. Lol. Schon gut gespielt. Ja, ich glaube, du hast den Kill bekommen oder so. Echt? Mit dem Feuer an Kudo, ich will mir den ganz kurz mal so näher angucken. Oh nein, was ist das? Ah, die sehen alle so fett aus, die Dinos, ey. Tschin. Aber der würde halt nicht viel bringen, der macht halt Feuer, macht halt einen Feuerschaden. So, aber wozu willst du an Kylo mit Feuerschaden? Achso, killen, ja, vielleicht bringt er was Cooles, ein cooles Item. Ja, nein, darf ich wohl nicht zerbeißen. Ja. Guck mal, wie viel Leben der hat. In seiner Nähe krieg ich irgendwie so einen Feuerdieber. Mhm. Ich weiß nicht, was das ist. Muss einfach mal auf das Symbol vielleicht gucken. Hau drauf. Hey, wie viel Leben hat denn der? Ja, jetzt hat er noch irgendwie zwei Drittel. Das Bett? Nee. 10.000 Leben hat das Vieh, Alter. Krass. Eins. Ja. Wow, da kommt sogar eine Meldung, die sieht der ganze Surfer, Alter. Ja. Das sind famous. Da ist leider nichts drin. Hat dein T-Rex das gelootet zufällig? Ne? Oh. Also leicht darauf zu kommen. Nee, wenn, dann wäre das ja ganz unten, ne? Ja. So, wir brauchen Cementing-Paste, sieh dir. Also, wir können natürlich schon mal anfangen hier im Moment. Ein bisschen Chitin haben wir ja. Bringt du Kuros? Bringt der Chitin? Nee. Ja. Okay. Aber weißt du was? Können wir den hier drinnen parken, dass der nicht so auffällt, dass hier unsere Base ist? Ja, super. Nice. Ja, das ist so. Versteck ihn in die Busch. So, hier würde ich machen halt. Fällt er nicht ganz so sehr auf. So. Der Adler kriegt jetzt immer das Geschäft ins Gesicht. Das Z-Geschäft. Das Z-Business. So, Chitin, ne? Ja, Chitin. Ja, Chitin. Chitin, Zementingpaste. Okay. Und Steine brauchen wir. Ich geh mal schnell Steine holen. Jo. Chitin. Hast du irgendwie noch Narkotics da? Weil ich brauche noch irgendwie 20 Stück, dann kann ich neue Serum machen. Ich guck gleich. Wieso hab ich das eigentlich nicht, Michi? Das geht. Jo. Ja, können wir so 400 ungefähr machen. Wenn du ein paar tausend Steine reinhaust. Jo, ich hab 1000. Ja, das reicht, glaube ich, noch nicht. Nee, das reicht nicht. 1400 habe ich. Das reicht auch nicht. Gut. Der ist aber echt übel schnell mittlerweile. Also Movement Speed Skillen macht Sinn. Ich muss mehr Movement Speed Skillen. Der Basiswert von dem Movement Speed ist so enorm hoch, dass es übelst einen Unterschied macht. Das ist krass. Ich hätte natürlich auch gerne mehr Melee Damage, aber... Das ist ein Terror Bird. Ich hätte auch gerne ein Badass Terror Bird, Alter. Was geht ab? Bist du das gerade gewesen? So, Steine. Brauchst du mehr, oder? Ja. Okay. Für das Chitin, das du hast, brauchst du das Vierfache an Steinen. Ja, deswegen meinte ich mehrere tausend. Muss ich jetzt auch mal ausprobieren. Mach mal. Macht Spaß, es ist voll lustig, weil alles umkippt. Ja. Kleiner Sound immer dazu, dann. So, nur reingucken wäre nicht. Jo. Ja. Getötet? Okay, also ich hab's auch schon erlebt, so ein Pachas-Dingsbums-Gedöns hier, ne? Level 40 und da war so ein XP-Trank drinne. Also, theoretisch kann überall mal was drin sein. Desto höher die Viecher von der Stufe und von der Klasse her, desto krasser kann das Zeug sein. Diese Affen sind speziell, was wir vorhin da gekillt hatten, der Affe. Die haben immer was Gutes dabei. Hm. So. Aber guck mal, da hat er Tellurius, also die gleiche Idee wie wir, so mit dieser Tempel-Vorstufenhöhle da zu bauen. Mhm. So, nee, nicht Smithy, konzentrieren, beamen. Hier, nee, hier auch nicht. Hier habe ich alles reingehauen, ne?
Okay, ich nehme mal die Hälfte raus hier. Der ist schon halb aus Metall. Ja, kann man jetzt komplett aus Metall machen, denke ich. Stone brauchen wir hier. So, bam. Es kam echt gelegen mit den Kollegen hier. Das ganze Metall hat echt gut weitergebracht. Ach, stimmt! Ja, nur zum Ending-Pass hätte ruhig noch ein bisschen mehr haben können. Also bestimmt weggeworfen, wir konnten es nicht mehr looten. Hätten wir, stimmt, das hält ja nur 2 Minuten, ne, wenn die das wegwerfen. Das hätten wir hinbekommen. Ich habe den T-Rex halt scheiße geparkt. Ich wusste halt nicht, der hat halt dafür gesorgt, dass ich da nicht weiter looten konnte. Ja, ich wollte ihn halt in der Nähe haben, dass man da Sachen reinwirft, aber. Ja. Naja, das nächste Mal. Also Implantat kann er ja nicht wegwerfen. Wir haben den Beweis auf jeden Fall, dass wir ihn gekillt haben. Aber wir ist schon klar, ne, dass uns jetzt zu raiden. Oder den T-Rex zu killen, wenn dann doch jetzt so einer mal mit dem Drache ankommt, man weiß es ja nicht, das lohnt sich extrem. Wir haben jetzt schon echt viele Implantate. Das ist ziemlich übel. Welchen Drachen? Ja, wenn jemand mit Drache kommt oder mit einer Viva. Die sind ziemlich mächtig, die Viecher. Ah, die gehen ja nur mit Feuer, oder? Feuerdrachen gehen ja nur. Es gehen nur Feuerdrachen. Forstdrachen und Giftdrachen haben wir deaktiviert, weil die zu krass sind. Also wurde gesagt, dass sie zu krass sind, auch für die Verhältnisse hier, und deswegen haben wir die deaktiviert. So, weiß ich nicht, wollen wir jetzt nochmal losziehen? Wollen wir dafür jetzt noch irgendwas Sinnvolles machen? Ach ja, genau, Narcotics, wenigstens, dass wir ein Dino. Also dir, weißt du was, wir brauchen hier unbedingt einen Dino, um Bären zu farmen, weil dann können wir ganz viele Serums machen. Ja, dann müssen wir halt aber ein Serum. Haben wir ein Serum? Ich brauche 19 Narcotics, dann können wir machen. 19 Narcotics, guck mal kurz. Guck mal, die Dinos auch irgendwo. Ja, ich habe welche. Ja, dann her damit. Ja. So, das ist jetzt die Frage: Wollen wir einfach einen Standard-Dino zum Bären fahren, was ausreichen würde, oder wollen wir irgendwas Tolles nehmen? Also wollen wir jetzt in Sumpf und gucken, ob wir was Schönes finden. Ich hätte ja schon gerne einen Bären. Einen Bären? Kann man damit Bären sammeln? Ehrlich jetzt? Ja. Ich hatte noch nie einen Bären. Ich weiß, ja gut, ist ja im Prinzip auch logisch. Ich weiß gar nicht, ob es hier Badass-Bären und so gibt. Ja, gibt es auch. Ja, hast du schon gesehen? Gibt sogar Primal-Alpha-Bären. Okay. Also ideal wäre irgendwas, womit man Bären sammeln kann, was aber auch schnell ist. Und da wäre ein Bär eigentlich gut, weil ein Bär ist schnell. Achso, ein Badass? Ja gut, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, es gibt. Ich habe nur so ein Alpha gesehen manchmal. So, auf jeden Fall habe ich jetzt so eine Suppe. Zum Betäuben brauchen wir ja nichts, haben wir den T-Rex. Ja, mein Problem ist jetzt nur, wir brauchen was, also wir müssen ja in die Nähe des Sumpfes dann wieder, um an Rare Flowers zu kommen, ne? Ich glaube, wir brauchen auch Chitin. Das wird nicht reichen. Ich ziehe nochmal los mit dem T-Rex. Willst du mitkommen? So. Ist eigentlich immer besser. Okay, dann nehmen wir uns jetzt erstmal Step by Step, Ziel für Ziel. Ja, als erstes jetzt die Base aus Metall auskneiden. Aber jetzt sind wir eigentlich vom Sumpf weg. Geht so. Nicht wahr. Das ist ein Skorpion. Wir haben im Prinzip die ganze Insel jetzt ausgerottet. Ein Spieler oder was? Ja, ein Spieler, hier die südliche. Ja, deswegen, eigentlich müssen wir die Gunst der Stunde nutzen, dass wir jetzt vielleicht wirklich im Vorteil sind, weil wir Glück hatten. Und alles killen halt. Ja. Ja, es gibt bestimmt ein paar Leute, die auch weiter sind als wir. Da bin ich mir nicht so sicher. Weiß es nicht. Bin schon ordentlich was gerissen bis jetzt. Ja, wir hatten einfach viel Glück, ne? Also, ich glaube, bei so ein Poison T-Rex ist so schon selten und dann auch noch das Level war ja 500 weiter gewesen? Ich weiß es gerade gar nicht. Hier, kill mal den Trike. Ja, so irgendwas mit 500 war das schon. Ja, das war aber schon Glück. Das war Glück. Dass der Level so hoch ist. Also der hat jetzt 85.000 Leben, ne? Mhm. Ich mach mal Mini-Damage auf 1000. Sieht schön aus. Jetzt würde ich Leben gerne erstmal auf 100.000 machen, weil es schön aussieht. Und danach wahrscheinlich weiter Movement Speed. Oh, da unten ist jemand. Ah, ist auf dem Pipte. Bolan! Am Fluss. Das fliegt weg. Na, vielleicht kann ich hinterher und gucken, wo seine Base ist. Ja, das lohnt sich jetzt nicht, das ist Zeitverschwendung, oder? Ich meine, die sind überall irgendwo Basen. Ja. So, kommst du wieder zu mir? Ja. Wo bist du am Fluss? Oder einfach den da weiter im Wald? Ich bin weiter im Wald, hier ist wieder ein Feueranculo.
Ja, ich bin bei dem ganz kleinen Bach, bin ich jetzt. Ja, ich seh dich, ich seh dich. Ich bin über Bringt dir. einen 1 Kilo, bringt. Warte mal, was haben wir denn hier? Wie, ist er jetzt betäubt, weil ich vorbeigelaufen bin? Wer? Lol! Der ist umgefallen, weil ich vorbeigelaufen bin. Hat er ohne Okay. Aura? Eine Betäubungsaura oder Kann gut sein. Ich meine, der andere hat ja auch so so? eine Ja, das heißt. Feueraura. Ich bin vorbeigelaufen, war betäubt. Oh, Oh, Dodorex! da ist ein Dodo. Ja! Ich glaube, Ja. der hat Akku auf mich, oder? Der hat gerade Flamme gespuckt. Guck mal, wie schnell der ist. Nee, Allein wie nicht schnell der schon. ist. Er ist so schnell, der killt doch alles instant, oder? Ha, muss nicht unbedingt. Ja, wie gesagt, ich habe 98.000 Leben jetzt mit dem. Aber, Wir können nächste Session ja, versuchen. vielleicht Also holen wir uns davon nochmal jetzt. eine Information ein, ab wann man den Ja. macht. Es kann halt ja sein, dass man den erst macht, Ja. weiß ich nicht. Ich würde den jetzt nicht Wo verlieren. Wenn bist ich du den hin? T-Rex jetzt verliere, dann. Was ist da vorne? Oh, da vorne ist irgendwas Gruseliges. Wo bist du? Wo bist du langgelaufen? Da. Was ist denn das da? Ein Feuerkano? Und ein Feuerdrache oder so. So rechts rum weiter oder? Bleib einfach bei mir dran, sie dir. Ich kann dir halt Du nicht bist durch folgen. die Wälder. Ich bin bei dem Bach immer noch. Ah, Hier. da. Wenn du den Bach Ja, wo war das? weiter. Pass auf! Scheiße. Du doch rechts! Das Problem ist ja auch, dass der mich irgendwie aus den Latschen hauen kann. Ich weiß es ja nicht. Wahrscheinlich nicht. Kein Plan. Du musst den Fluss mal weiter hoch. Nee, solltest du nicht, weil da ist halt. Die können die versuchen zu Drache. betäuben, ey. Den Drachen. Gut, ja, könnten wir machen, weil die haben ja auch Loot. Außerdem hätte ich gerne. Nee, ich hätte gerne den Drachen. Das Problem ist ja, Dodorex rennt da oben. Oh, der kommt jetzt zu mir. Was? Der Dodorex kommt zu mir. Hast du Agro? Nee, ich glaube nicht, aber er ist mal in Richtung gelaufen gerade. Weißt du, was für Scheiße ist, ne? Wenn du Plan hast von dem Spiel, und jetzt zuguckst und du weißt, dass wir den easy packen würden oder so, dann wäre das jetzt voll lächerlich. Aber wir wissen es halt nicht. Wir wissen es halt echt nicht besser. Und, ja. Ich hätte aber gerne den Drachen getamed. Also die Reaver. Der Todorex, der ist genau davor. Ich meine, der wird ja keine 80.000 Damage machen, der Dodorex, oder? Aber das Problem ist, der ist schneller als mein T-Rex. Nee, was ist? Man müsste es halt mal testen. Aber ich hätte gern die Weaver getamed, weißt du? Wir haben ja ein Ja, hier Serum. tatsächlich. Hier ist was Goldenes. Oh, da ist ein Alpha-Ding. Alpha, wie heißt denn Viecher? Alpha Argentavis. Oh, okay. Alter, ist echt nur. Auch dort, alles ist dort, wo du gesehen hast. War das bei dem Bach oder was? Ja. Badass Ankylo. Was ist der? Badass Ankylo wurde getötet, stand Ja, da. das ist nicht so schlimm. Ich versuche da mal hinzukommen, ohne den Dodorex in die Quere zu kommen. Aber ich bin jetzt gerade bei unserer Base. Wie muss ich denn jetzt nochmal laufen? Wie bist du noch so schnell zu unserer Base gekommen, Komm Alter? mal zu unserer Base bitte und hol mich ab. Ich habe keinen Plan, wie ich laufen muss. Der T-Rex ist relativ schnell. Übrigens, die Leute, die wir vorhin geradet hatten, haben sich auch wieder aufgebaut. Aber da hatten wir ja niemanden aufgefunden. Da, wo wir uns durch die Türen gehauen haben. Okay, ja, du musst einfach nur nach Westen, von dort aus. Ich Ja, habe die hier Karte war's nicht ja. offen. Geradeaus. Geradeaus. Ja, da bist du. So, flieg am besten ein bisschen vor und guck wegen den Dodorex und so. Und wir müssen das Ganze nur angucken, was da überhaupt ist. Weil nicht, dass ich da reinrenne und dann rippt der auch, weil da irgendwie zwei Alphas sind oder so. Ich weiß es nicht. Ja. Ich bin schneller als du, ne? Ist dir das klar? Ja. Und du sprintest nicht, ne? Warte. Doch, ich sprinte. Nicht schneller als du. Wo ist der Dodorex? Ich gucke halt mal. Den nicht. Du? Ja. Ist der durchgelaufen? Oh, der ist da durchgelaufen. Ja, okay, wir können hoch. So, da oben waren die alle gewesen. Ja. Sind die jetzt tot, oder? Nee, ich glaube nicht. Irgendwo hier war ein Drache. Hier weiter Eine oben, kleine weiter oben. Viper. Da. Guck, da ist der Alpha. Was ist denn Die das? ganzen Alpha-Viecher. Guck erst mal drauf mit dem Fernglas, Alter.
Was soll ich schon Ja, gucken? was das ist? Ja, das eine ist ein Kanu. Der ist Level Alpha Agentavis Level 600. 400. Boah. Deswegen meine ich ja lieber mal gucken, weil ich kann das ja nur einschätzen, was da abgeht, so. Ja, keine Der Ahnung. Kano ist kein Nein. Problem. Ich weiß noch nicht, Doch, was weiß mit ich. dem Agentavis abgeht, weißt du? Ja, komm. Eine Alpha ist jetzt auch nicht so schwer. Level 600. Na, mal drauf. Okay, ich mach's mal den Kano. Achte immer auf dein Leben. Das sind zwei Kano Alphas. ist down. Du musst sie irgendwie zu mir locken, Alpha. ne? Ich glaube, das sind Prime Alpha. Nee, das würde da stehen. Glaube ich. Warte, nee, da ist noch ein anderer. Alpha. Ich kann es nicht sehen. Ja, wir müssen mal das Binoglas machen. Das ist normales Kacke. Also der Kano liegt auf jeden Fall, ne? Also nebenbei. Okay. Ja, die sind oben. Gibt's ja die ersten Tür, die groß. Ich guck mal eben rein. Oh, sie hat nicht gerade gute Stats, voll Scheiß-Stats. Lass es umhauen. Ich habe aber nicht gerade viel Schaden gekriegt. Jo, hau ihn weg. Badass Titan Mio. Okay. Eins. Noch eins. Noch eins. Ja, hier ist meine Servermeldung, Eins. kommt. Das wäre das übelst die Leistung. Nichts drin. Schade. Soll ich die anderen zu dir locken? Warte mal. Ein bisschen Angst, muss ich sagen. Scheiße, der hat mich. Was hatte ich? Ja. Er hat mich im Visier. Was ist denn hier gerade los? Bin ich fast betäubt? Ich hab Hunger, oder was? Hier, hilf mir. Warte! Oh. Sag doch was! Wie macht der Schaden? 1300 hat der Das geht Schaden noch. gemacht. An mir. Der macht bei dir 1000. Also ich habe Boah, 90.000 Alter. Leben. Ich weiß Okay. es noch nicht, was kann ich davon töten, was können wir tamen? Das müsstest du jetzt mal in Erfahrung bringen. Ich weiß nicht. Den Prime Alpha? Ich weiß, warte, ich guck mal, ich versuche mal drauf zu gucken. Oh. Ich sehe den nicht. Oh, dieses verdammte Bino. Ich brauche ein Ja, Bino-Glas. mach du da eins. Alpha. Ich habe halt Angst, dass ich zu viel drauf haue. Das ist egal. Naja, wenn ich bin. Ich will nur nicht, dass du Ja, hat aber einen stirbst. roten und einen orangenen Schweif. Das muss ja was zu bedeuten haben. Ja. Ist der betäubt? Ich sehe es nicht. Nee. Nee. Was ist der andere? Waren da nicht zwei? Ich bin erstmal froh, dass es nur einer ist. Manchmal. Ich versuche wegzufliegen. Brauchst eine scheiß Lupe, Alter, dann kannst du nachgucken. Ja, so viel Schaden wie der macht, gehe ich dem nicht zu, ne? Ja, ich krieg jetzt Fleisch. Ist er tot? Nee, ist nicht tot. Haut auf. Ach, scheiße, jetzt raus. Ich weiß ja nicht mal, ob ich den betäuben kann. Hauen wir den halt weg. Dann müsst ihr betäuben, Okay, dass er ein Alpha-Agentar ich mach's einfach ist. weiter, bis ich was höre oder so. Ja. Kannst du den bowlern? Probier mal. Nee, das ist doch ein Agentar, wie willst du den Ne, geht Bowler? nicht. Ja, ist recht. Der blutet noch nicht mal, oder? Nee. Ja, ich habe schon ein halbes Leben verloren. Bin Ich sehe gerade einen Schatten von einem anderen Greif. Das bist du, oder was? ich wahrscheinlich oben. Ich guck gerade nach dem anderen. Sehe ich nirgends. Also, der blutet ja noch nicht mal, oder? Guck mal bitte. Nee, der blutet nicht. Weil er nicht kann, oder weil er nicht... Wie meinst du das? Doch, der blutet schon. Also, boah, du solltest lieber weg, wenn nee. Okay, ich verpiss mich. Eigentlich kann man die ja tamen, aber.
Ja, da ist meiner noch zu low. Vielleicht müssen wir den höher bekommen. Da geht noch einiges. Pass auf den Dodo-Rex auf. Naja. Boah, der verfolgt Das mich. Leben regeneriert ja übelst schnell. Hallo. Ah, da ist der Dodorex. Okay, komm, versuch mich mal irgendwie da nach Hause zu geleiten. Ich hatte wieder nicht, wie ich laufen muss. Der Dodorex ist an mir dran. Der Tag ist an mir dran, der lässt mich nicht los. Versuch den irgendwie durch Bäume zu fliegen oder so. Also ich habe hier volles Leben, aber das können wir weiterprobieren. Ich weiß noch nicht gerade, wo ich bin. Ich müsste eigentlich gleich bei der Base sein, schätze ich. Gut, der wird wahrscheinlich auch wieder voll leben. Wird. Ja, wahrscheinlich. So, ich bin bei der Base. Okay. So, ich schreibe das Surfer wird in 5 Minuten runtergefahren. Ja. Ich habe hier noch einen Pfeil. Also dafür fehlt uns einfach nur die Erfahrung so. Wir wussten jetzt nicht, erstens, ob man die. Also es gibt Alphas, die man tamen kann, es gibt Alphas, die kann man nicht tamen. Da lohnt es sich aber extrem, die zu töten. Und ich. Nächster Schritt, als erstes zu dir, wir machen uns Bino-Gläser. Ey, man erkennt gar nichts mit den zwei Gläsern, die sind für den Arsch. Können wir ja jetzt noch machen, Mann. Ja, können wir eigentlich. Ich hole mal still ein paar Kristalle. Mach mal. Wow! Der hat 23.000 XP dazu bekommen durch die Aktion. Ich habe jetzt 90.000 von 67.000 mit dem. Ja, weiß ich nicht, Melee Damage ist auf 1000, sieht so schön aus. Kann man auch Ich mache nicht weiter steuern, Movement ne? Speed, glaube ich. Sicher? Der Movement Speed Wert ist übelst hoch basismäßig. Und deswegen lohnt sich das halt auch, ein Prozent zu investieren. Geht ab. Aber ich hab's jetzt bis 140, das ist okay. Machen wir noch einen Punkt in Way, das sind 2000. 14.000. Ich weiß ja nicht, Melee Damage habe ich jetzt 1000%, ob das so viel bringt, das jetzt noch weiter zu pushen. Ich mache es mein Leben auf 100.000, denke ich. So, ich habe 200 Kristalle, ich komme zurück. So, Leben ist auf 100.000. Ich weiß nicht, wie ich weiter skillen soll. Ich mag, glaube ich, Melee Damage, weil. Ich könnte ein Stück weitergelaufen werden, dann hätten wir da eine Base gefunden. Hätten wir wegmachen Okay. können. Schade. Egal, nächstes Mal. So. Alter, ich sehe dich von 1000 Kilometern entfernt gehen. Okidoki. Ich in die Base. Da unten ist ein Feuerweber. So, Sasun hat auch schon kurz auch schon rum wegen der Offline Raid Protection. Ja, die machen wir aus. T-Rex ist übrigens Level 868 mittlerweile. Ich wette mit dir, Sasun hat einen Poison Spino Level 1000 oder so. Würde mich nicht wundern. Irgendwas. Muss man auch wieder finden, ne? T-Rex. Würde mich mal so interessieren, was die so haben. T-Rex Level 515, den fresse ich auch mal noch. Der bringt bestimmt auch gute Erfahrung. Kannst du auch nochmal reingucken, ob irgendwas Cooles droppt. Müsste eigentlich einiges an Leben haben, das Vieh. Aber vielleicht fällt er eh um. Also sag mal so, bislang kommt diese Badass-Meldung, dass hier ein Badass getötet wurde, meistens von uns, ne? Das ist eigentlich erstmal ein gutes Zeichen. So, T-Rex tot. Auch nichts drinne. Au! Hilfe! Was? Oh, Alter. Raptoren haben mich angegriffen. Okay, nicht so schlimm gewesen. Die waren nicht so hoch. Level 70 nur. Wenn das nämlich ein 500er gewesen wäre, dann kann es ganz schnell zu Ende sein. Weil unsere Rüstung ist super, super kacke, die wir bisher haben. Nichts gefunden haben.
wo wir gesucht haben. Wie hat das gebracht? Das hat 24.000 XP gebracht, diese einmal ein bisschen rumbeißen. Krass. Jetzt geh erstmal weiter Midi-Damage jetzt, was soll's. So, jetzt habe ich 1300 mit dem. Also, ohne Scheiß, Sumpf kannst du übrigens wirklich wunderbar grinden. So nebenbei. Also XP. Okay. Also, den kriegt man noch deutlich stärker, dann würde ich es nochmal probieren mit so einem Agentavis, glaube ich. Den können wir noch deutlich höher leveln, wenn ich das sehe. Fehlt ja nicht mehr so viel. Das Dach halt noch, ne? Ich habe mich nochmal auf den Pip, vielleicht finde ich irgendwo noch liegen. Das ist bestimmt der Moment, wo ich jetzt sterbe. Ja, der Pip hat keine Implantate drin, ne? Ich habe auch ein Ding gemacht hier. Dino-Sattel. Dino-Glass. Wir müssen mal ein Quetzel tamen und auf das Quetzel das Mammut packen, ey. Ich hätte das Mammut gerne hier. Keine Ahnung, wie lange das noch lebt. Wow, hier ist ein Petesmoser! Nee, ein Spino. Okay, ich nehme eins zurück, ist nur ein Spino. Aber das sah von oben so aus. Hätte mich auch gewundert im Fluss. Aber wenn die Badass sind, sind sie vielleicht auch im Fluss, kann ja sein. Ey, yo, ist jetzt auch mein Revier. Level 120, Gift-Spino. So, ich gucke mir jetzt hier mal den Totorex an. Ich will jetzt sehen, ob der alles one-hittet oder so. Wie geht denn der so ab? Ey, der ist auf jeden Fall übelst schnell. Allein das ist eigentlich schon ein Zeichen dafür, dass der übelst krass ist. Sehr wissen, der. Das wird nicht mal angezeigt, welches Level der ist. Moment. Ah, schon gruselig. Auch in der Luft. Nee, du kriegst nicht mal eine Levelanzeige. Also ganz ehrlich, ich glaube, dass der unseren T-Rex wegknechten würde. Ja, ich bin ziemlich sicher. Also die kann man aber auch irgendwie tame. Geht auf jeden Fall. Warum nicht so? Das ist ein zu nah am Boden. Soll ich den irgendwo biegen? Biegen? Das kann nicht so aus. So ein Badass Dimo Foron. Wie heißt die Nummer? Dimo Fordon hätte ich auch gerne. Ich hab Bock drauf. Ja. Gut, ich mach nochmal zur Base. Ich hoffe, ich finde sie jetzt sofort wieder. Gucken. So eine Leuchtpistole oder so. Ah, hier, wunderbar. Der T-Rex ist sehr angenehm. So, hier ist die Base. So, nur noch die Ceiling muss man austauschen, ne? Dass sie jetzt wirklich Movement Speed hochgegeben. Das ist halt ultra schnell. Ja, aber lohnt sich halt, oder? Meinst du nicht? Ja, schon. Also ich meine, das ist alles ein Test. Also, ne? Ich meine, der bringt halt nichts, der T-Rex, wenn du übelst langsam bist. Aber könntest du theoretisch dann auch mit einem schnellen Flugsaurier, halbwegs schnell, und ich renne mit dem unten runter, weißt du, und du folgst mir oder so. Könnte man halt da mischen. Ja. Ja, ich weiß es nicht, ich würde jetzt an sich weiter Lebensskillen halt. Machen. Na schon. So. Okay, Leute. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zugucken. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr so. Gerade die letzten. Es war jetzt eine Session gewesen. Also von Folge 1 bis hierhin war eine Session. Hat super viel Spaß gemacht. Mir hat es mega Bock gemacht. Was ist denn, wie es bei dir euch? Jo. Ja. Okay. Ich habe ein Metallschild, Alter. Kommst du nicht weiter? Ja, ich habe immer ein Augenhäutchen. Nope. Hau mal. Nicht hauen. Oh yeah. Hoffen wir mal, dass es so weiter so gut läuft. Auf Holz schlagen. Oh, genau in dem Moment zieht er das Schild ein, Alter. Mach den Witz kaputt. So. Huh. Ja, war ja klar, ich geh rein. So, Leute, lasst Feedback da. Meine Tipps auch immer her damit. Wir werden wahrscheinlich dann schon mehr Bescheid wissen, hoffentlich in der nächsten Folge. Zum Beispiel, wie stark so ein Dodorex ist, wie stark, was das für ein Alpha-Agentavis war, bla bla bla.
Aber ich bin der Meinung, dafür, dass unser erstes Mal war, lief das erstmal ganz gut. Auf jeden Fall gibt es uns noch und wir haben was getamed. Und wir konnten ein bisschen was zeigen. Das ist cool. Jo, bis zur nächsten Folge dann. Tschüssi. Tschüss. Ja. Ach, dein Schlafsack ist drinnen, ne? Meiner ist draußen. Ich muss im Baum pennen. Ah. Na gut.